Das ist der DJI RoboMaster S1. Der DJI, sonst bekannt für Drohnen, macht jetzt neu auch Roboter, beziehungsweise einen Roboter. Der kommt aber nicht so aus der Verpackung. Den musste ich zuerst in mühsamster Kleinarbeit zusammensetzen. Das heisst, hier die Mekka-Nummer-Rädchen musste ich jedes einzelne zuerst auf beiden Seiten einfetten, zusammenschrauben, Kabel anhängen, da die oben zum Beispiel die Kamera vorne anschrauben, den Lautsprecher unten. Es macht recht Spass, weil du kommst nicht einfach ein Produkt über, das du fix fertig aus der Schachtel nimmst. Du lernst den Roboter ein bisschen kennen, du baust sozusagen fast eine Beziehung zu ihm auf. Die Batterie, die ist da hinten drin. Ups, die habe ich jetzt vergessen. Die habe ich oben vergessen. Ups. Hier auf der Seite die leuchtenden LED-Teilers, das sind sogenannte Drucksensoren. Da kann man mit anderen Robotern aufeinander schiessen mit diesen Gelkügeln und dann zieht es am Leben ab. Wie ihr hier seht, auf der Seite, da blinkt es. Und das Coole ist wirklich bei diesen Mekka-Nummer-Rädern, die sind, wie ihr seht, gegeneinander gerichtet und die sind auch einzeln steuerbar. Das heisst, er kann wirklich in alle Richtungen fahren. Das Coolste ist, das ist auch, als ich mit dem im Büro rumgefahren bin und zwischen dem Tisch und so Videos gemacht habe, Fotos gemacht habe, auf die Leute zielen und geschossen, natürlich nicht auf Kopfhöhe. Sollte man nicht, machen wir auch nicht. Das ist wirklich das Coolste. Zudem, also egal, wo man mit dem auftaucht, es gibt immer erstaunte Blicke. Klar, irgendwann auch, wenn es dann zwei, dreimal war, dann gibt es auch genervte Blicke. Aber ja. Dann, was eigentlich das Wichtigste ist an dem, es ist eigentlich kein Spielzeugroboter, obwohl ich sehr viel damit gespielt habe, sondern es ist ein Educational Robot, das heisst, man sollte damit können programmieren lernen. Also klar, der Spass steht auch, soll nicht zu kurz kommen, aber es geht eigentlich primär um das Programmieren und das zeige ich euch jetzt in der App. Funktioniert entweder mit der Programmiersprache Scratch oder Python, aber es ist beides noch in der Beta-Phase und ich finde allgemein, nicht nur die Programmiergeschichte, da ist noch in der Beta-Phase, sondern die ganze App hat noch Verbesserungspotenzial. Ich habe jetzt da, das sind so Programme, wo man kann nachbauen sozusagen. Die Sterne gehen da, wie schwierig das ist. Dann da mit dem Symbol gesehen, was es alles braucht. Jetzt gehen wir mal da rein, das, was ich gemacht habe, so viel, es funktioniert. Das ist jetzt ein fertiges Programm, das ich geschrieben habe. Da hinten hat es Bausteine, wo man dann rausziehen kann. Aber ja, die mache ich jetzt nicht, weil sonst geht nachher wieder alles kaputt. Ja, das wäre es eigentlich. Der DJI RoboMaster S1 ist wirklich mega, mega ein cooles Gadget. Ist natürlich auch nicht ganz gratis, aber für einen Preis zwischen um die 550, 600 Stutz. Also ja, ich würde mir einen kaufen, weil eben, es ist ein Roboter, es ist ein cooles Spielzeug, aber es hat auch die Funktion, die Educational-Funktion. Du lernst etwas dabei, du kannst programmieren lernen. Also, wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, das ist es. Und wenn ihr schon eins habt, das ist es auch. Dann gibt es halt zwei. Eins wird schon liegen bleiben. Ich hab's. Das ist der Manu. Hallo! Kannst du nicht viel sagen? Oh, schau mal, da hat es noch lässige Musik im Video. Achtung! Oh, ich bin noch SMS von der Familie. Gottverdammt. Hört auf! Ist schon geil.